Hi ihr Lieben, heute gibt's wie versprochen leckeres scharfes Barbecue-Fleisch nach koreanischer Art, also Dwaeji Bulgogi a la Yesilicious. Also scharfes Schweinefleisch-Bulgogi ist das. Dafür nimmt man normalerweise koreanische Chili-Paste namens Gochujang. Die habe ich aber gerade momentan nicht parat und deswegen machen wir jetzt als allererstes eine Alternative dafür. Die schmeckt natürlich anders als das Original, aber auch sehr lecker und glaubt mir, das Fleisch ist wirklich zum Dahinschmelzen und nicht nur wegen der Schärfe. Für die Chili-Paste, bei der ich mich übrigens bei dem Blog Mom's Edible Art orientiert habe, nehme ich Chili-Pulver, Sojasauce, Zucker und weiße Miso-Paste. Und keine Sorge, alle Angaben dazu, die findet ihr im Rezept und das ist unten in der Infobox verlinkt. Das kommt rüber auf den Herd und wird bei niedriger Hitze miteinander verrührt. Damit es besser geht und nicht so trocken ist, geben wir jetzt noch ein bisschen Wasser dazu. Wenn alles gut gemischt und der Zucker geschmolzen ist, ist unsere Soße fertig und kommt vom Herd runter. Die lassen wir dann einfach abkühlen, während wir die anderen Zutaten vorbereiten. Für die Marinade brauchen wir noch eine gute Portion gehackten Knoblauch. Der sollte schön fein sein. So, dann haben wir hier noch Lauchzwiebeln, die ebenfalls geschnibbelt werden müssen. Die schneide ich zuerst in Ringe und hacke sie dann einfach grob klein. In eine große Schüssel damit, wo wir auch den Ingwer mit hineinreiben. Da geben wir jetzt noch Chiliflocken dazu, soll ja schön scharf werden, dunkles Sesamöl aus gerösteten Samen, Sojasauce, Mirin, Zucker, Pfeffer und natürlich unsere schön scharfe Chilipaste. Das verrühren wir miteinander und dann geht es weiter mit dem Fleisch. Ich freue mich schon so, weil ich weiß, wie lecker das Ganze wird, denn als Fleisch nehmen wir Schweinebauch. Das ist neben gut zubereiteter, knuspriger Haxe mein Lieblingsfleischstück. Diesmal ohne Schwarte aber für dieses Gericht, aber es wird trotzdem sehr, sehr lecker. Da schneiden wir uns dünne, mundgerechte Scheiben runter. Aber nicht zu klein, denn wir wollen ja nicht, dass uns die Fleischstücke nachher durchs Rost fallen. Außer ihr wollt es natürlich in der Pfanne zubereiten, aber glaubt mir, auf dem Grill oder im Ofen wird es einfach besser. Wenn dann alles fertig geschnitten ist, kommt es rein in die Marinade und wird gut damit gemischt. Und wenn ihr das riechen könntet, also es riecht einfach jetzt schon zum Anbeißen durch die Schärfe, das Sesamöl und den Knoblauch. Also ja, einfach lecker. Aber wir müssen uns jetzt natürlich noch ein bisschen gedulden, denn das Fleisch muss noch marinieren. Und zwar lasse ich es immer so mindestens eine Stunde lang marinieren im Kühlschrank. Aber wenn ihr Zeit habt, könnt ihr es natürlich auch über Nacht machen. Nach dem Marinieren mische ich das Fleisch nochmal kurz durch und dann kommt es entweder, wie schon erwähnt, auf den Grill oder wie bei mir in den vorgeheizten Backofen. Und dafür lege ich die Fleischstücke jetzt schon mal auf meinen Rost. Unten drunter habe ich einfach noch ein weiteres Blech, was ich mit Backpapier ausgelegt habe, denn so wird mein Backofen dann nicht so eingesaut. Und ja, das meiste wird vom Backpapier aufgefangen, also dann habt ihr nicht so viel zu putzen. Geht dann einfacher. Rein in den Ofen bei 220 Grad Umluft. Und zwar mache ich es so, dass ich den Ofen zuerst so 5 bis 7 Minuten auf Umluft habe und dann auf Umluftgrill umschalte. Nach 2 bis 3 Minuten Umluftgrill, wenn die obere Seite so gebräunt ist, drehen wir die Stücke um, bestreichen sie mit der restlichen Marinade. Und schieben unser Fleisch für weitere 3 Minuten bei Umluftgrill in den Backofen. Wie lange das jeweils dauert, das ist natürlich ein bisschen variabel und hängt davon ab, einerseits wie dick ihr das Fleisch geschnitten habt, denn natürlich je dicker es geschnitten ist, desto länger braucht es zum Garen. Und andererseits natürlich auch, welchen Bräunungsgrad ihr haben wollt. Und ich mag es gerne ein bisschen brauner. Das könnt ihr entweder wie für Bulgogi üblich mit Samjang-Soße, Knoblauch und Chili in einem Salatblatt eingewickelt genießen oder so wie wir heute mit Reis.
Und dreimal dürft ihr raten, es gibt Jasminreis dazu. Aber was natürlich auch ganz gut schmeckt oder was ich mir gut vorstellen könnte, wäre Basmati-Reis. Und wovon ich weiß, dass es damit gut schmeckt, ist japanischer Rundkornreis. Der unter dem Namen, also ihr kennt ihn bestimmt unter dem Namen Sushi-Reis. So, und zum Garnieren geben wir da jetzt noch ein bisschen gerösteten Sesam drüber. Bei mir ist es natürlich der schwarze Sesam, mein Lieblingssesam. Ja, ich hoffe wie immer, Rezept und Video haben euch gefallen. Probiert es unbedingt aus, also es ist wirklich sehr, sehr lecker, vor allem wenn ihr scharf mögt. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und Abo nicht vergessen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald!